Genau. Wir haben im Vorfeld haben wir den Kindern einen Plan geschickt, damit jeder seine Traumburg aufzeichnen kann. Was braucht es für die Kinder, damit das angenehm ist hier oben. Und da haben wir halt Verschiedenes eingezeichnet. Ein Wildbienenhotel, einen Grillplatz, einen Grill, ein Fußballfeld, verschiedene Spielgeräte, alles das, was sie gerne hier oben hätten auf der Burg. Wir versuchen jetzt in den nächsten Tagen etwas daraus zu machen. Wir fahren morgen in den Aventura-Park nach Medebach, da holen wir uns ein paar Ideen und dann schauen wir, was wir davon umsetzen können. Dann kommt noch jemand, der schaut schon mal nach Spielgeräten, was wir hier machen könnten, was hier möglich ist. Und dann soll das im Laufe der nächsten Wochen und Monate umgesetzt werden. Und anschließend im Herbst werden wir uns nochmal treffen zu einem Workday mit verschiedenen Ehrenamtlichen. Und dann kommen die Kinder dazu und können sehen, was aus ihrem Projekt geworden ist.